Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Griefer Games News, Leute. Heute werden wir erstmal darüber reden, dass ein paar Leute ihre Rechte etwas mehr ausgenutzt haben und dass es dadurch Komplikationen im Team gab oder sich Leute beschwert haben. Und zwar haben wir da einmal Zwiebergesicht, Captain Rotkohl und halt, wie heißt es, Lord Varus. Und zwar war es erstmal so, dass Captain Rotkohl sehr viele Admin-Render gemacht hat und Zwieback auch. Und sich durch ein paar User beschwert haben, dass man sich das kaufen kann, und zwar mit Donations, Leute. In meinen Augen ist es so, man donatet halt was und bekommt dafür was zurück. Im Prinzip ist es kein Kaufen, du unterstützt halt damit den Creator und der Creator will dir halt einfach nur was Gutes tun. Und da haben sich irgendwelche Leute aus dem Team beschwert, habe ich auch gehört, dass jetzt Zwiebergesicht den Organisator-Rang bekommen hat und ein paar mehr Rechte jetzt hat. Natürlich wird er immer noch als Mod angezeigt, aber der hat ein paar mehr Rechte. Ich glaube, der kann jetzt auch Plots überschreiben, merchen, ich glaube auch länger bannen und sowas. Kann der jetzt so. Und auf jeden Fall hat Zwiebergesicht auch neulich einen Livestream gemacht, wo er ein Event gemacht hat mit einer Kiste, die in der Farmwelt versteckt ist. Das hat er Schatzsuche genannt. Er hat das von Citybit 1 bis Citybit 7 gemacht. Und da konnten die in Warp Farmwelt einfach immer suchen halt. Hat er die Koordinaten eingeblendet, da muss man halt schnell dahin. Auf jeden Fall war es denn so, Leute, dass ich habe selber bei dieser Schatzsuche mitgemacht, war auch an einer der Kisten dran, aber habe halt nichts mehr bekommen. Also ich war nicht direkt dran, ich war halt über da, ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall war es so, dass es zu dolle geleckt hat, weil die Chunks immer mehr geladen mussten, weil immer so viele Spieler in die Farmwelt gegangen sind. Bei mehreren Citybits hat es bestimmt irgendwie so eine Kettenreaktion ausgelöst, weil immer sehr viele Chunks geladen werden mussten, dass der Server dadurch sehr zum Laggen kam und dass denn Zwerg Abgebescheid gesagt hat. Abge hat erstmal gesagt, ja, blas es doch ab. Hat er gesagt, geht nicht mehr, weil die Kisten schon drin sind. Und darauf hat Abge alle Kisten von Citybit 1 der Format bis Citybit 7 entfernt, Leute. Aber, der hat alle Kisten entfernt, Leute. Aber dann hat er jedem Citybit, der auf seinem Plot stand, 3k Entschädigung gepayt, was meiner Meinung nach einfach zu wenig ist. Jetzt hat Zwerg schon mal, sag ich mal, einen kleinen Arschtritt bekommen, dass er weiß, dass man sowas jetzt eigentlich, dass es jetzt ein Fehler war und dass er das weiß, dass man das nächste Mal neu organisieren muss. Eigentlich ist es ja Abge seine Schuld, weil Zwiebergesicht wollte das zuerst in der Farmwelt machen, in der Plotwelt mit Alt-Accounts, weil hier nicht so viel geladen werden muss, ist wahrscheinlich. Ja, Leute, ich denke mal, das wäre auch sinnvoll gewesen. Also, ich denke mal, das ist jetzt Abge seine Schuld gewesen. Eine Teilschuld hat auch Zwiebergesicht, aber ich denke mal, zum Großteil war es einfach Abge, der gesagt hat, mach das doch bitte einfach in der Farm so. Leute, den habe ich auch neulich mal in einem Livestream geguckt, wo ein 1000 Abo-YouTuber, ein 100 Abonnenten-YouTuber gesagt hat, geht mal alle rüber und beleidigt den. Da habe ich mir auch noch so gedacht, das ist Griefer Games, Leute. Ich nenne jetzt hier mal absichtlich keinen Namen. Falls ihr das seht, denkt einfach mal drüber nach, was ihr gemacht habt, Leute. Der hat einfach einen Link reingeschickt von dem. Ich glaube, der hat irgendwas mit 20 Zuschauern oder so. Der 1000 Abo-YouTuber hat gesagt, geht mal zu dem rüber und beleidigt den. Ey, hackt's noch. Selbst wenn er dich gescammt hat oder sowas, ja. Oder wenn du mit dem Stress hast, ist es kein Grund, jemanden zu beleidigen. Ja. Und auf jeden Fall hat Abge jetzt auch noch alle einmaligen Admin-Items weggenommen. Weil Lord Varus zu viel rausgegeben hatte. Und, Abge, was soll ich dazu noch sagen? Die Spieler, die das bekommen haben, ja, die diese Admin-Items bekommen haben, also angeblich ist es jetzt verboten und es wurde schon vor ein paar Spielern weggenommen. Ich weiß es aber auch nicht so genau. Korrigiert mich, wenn es anders ist, unten in den Kommentaren, Leute. Aber auf jeden Fall, ich finde das irgendwo ein bisschen sinnlos, weil Admin-Items, die einmaligen, sind für Spieler, die sehr aktiv spielen und die das verdient haben und die eigentlich nicht weiterverkaufen dürfen, mit seinen Duper geraten, so. Und wenn das halt jemand weiterverkauft, weiß doch Abge ganz genau, wer es ist, dann soll derjenige einfach clear bekommen und nicht direkt alle Admin-Items entfernen. Abge hat ja selber keine Kontrolle darüber gehabt, ja? Weil Lord Varus einfach so viel rausgegeben hatte. Aber ich meine, als Owner muss auch schon mal kontrollieren, Abge. Ich finde, da trifft Abge auch eine Teilschuld. Lord Varus natürlich auch teilweise. Aber ich kann es auch irgendwo verstehen, weil Lord Varus will der Community einfach mehr was Gutes tun. Der gibt halt immer viel raus, Merch was, bewertet Plots. Man kann auch, glaube ich, auf seiner Pinnwand da was posten. Im Forum war das, glaube ich. Ja, Leute,
das war es eigentlich so mit den Griefer Games News. Mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Es sind natürlich ein paar sehr interessante News dabei gewesen. Und die News haben sich jetzt innerhalb von, ich glaube, 5 Tagen oder so angesammelt. Und ja, Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine News-Folge gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Like da und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.